Auf der Autobahn jagen sie dahin. Menschen im Banne der Hast. Tempo heißt ihre Parole. Lasst sie weiter rasen, diese gehetzten Zeitgenossen. Wir hingegen verlassen bei Darmstadt die graue Rennbahn und fädeln uns in den Stadtverkehr ein. Majestätisch grüßt der lange Ludwig, wie ihn die Darmstädter liebevoll nennen. Auf 33 Metern Sockel steht 7 Meter lang Großherzog Ludwig I. in Erz. Behäbiger Mittelpunkt ist das Schloss. Hier empfing die Landgräfin Henriette Caroline Goethe und Schiller, plauderte mit Herder, Wieland, Gleim und Merck. Zwar hat der Wiederaufbau nach 1945 aus Darmstadt eine moderne Stadt gemacht, aber noch immer spitzt die Vergangenheit listig zwischen neuzeitlicher Sachlichkeit hervor. Sie vertragen sich recht gut, die Repräsentanten von einst und jetzt, wie die Stadtmauer und die Technische Hochschule, und verleihen in ihrer trauten Gemeinschaft der Stadt ihren Reiz. Darmstadt stand Pate an der Wiege des Jugendstils, oder besser noch, war dessen Geburtshelfer. Großherzog Ernst Ludwig von Hessen berief dazu als großer Mäzen namhafte Künstler in seine Residenz. Ein Protest gegen Historismus, Stilwirrwarr, Plüschromantik und Edelgotik war die neue, etwa 1890 beginnende und nach der Münchner Zeitschrift Jugend benannte Epoche. Besonders drückt sie sich, weithin sichtbar, im Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe aus. Dicht daneben erglänzen die goldenen Kuppeln der russischen Kapelle. Zar Nikolaus II. Erbaute sie einst für seine Gemahlin Alix, die jüngste Schwester des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen. Die Mauern einer durch Bomben zerstörten Kirche wurden zum Mahnmal an die Vergangenheit einer Stadt, die von jeher Pflegestätte schöner Künste war. Man möchte noch verweilen, doch schon lockt die Bergstraße. Historische Meilensteine am Wege sind Burgen und Schlösser, kaum einen Katzensprung voneinander entfernt. An der von den Römern erbauten Strata Montana, entlang den Westhängen des Odenwaldes, von deren Pflaster wir heute noch Spuren finden, winkt die Burgruine Frankenstein. Vielleicht erinnerte diese Landschaft die Römer an ihre Heimat und sie pflanzten hier erstmals Wein, Mandelbäume und Kastanien. Kleinodien der Vergangenheit, wie das Fachwerkrathaus in Seeheim, wechseln mit Repräsentanten der Neuzeit ab. Das Schuldorf Bergstraße vereinigt alle Schularten vom Kindergarten bis zum Gymnasium und kann rund 2000 Kinder aufnehmen. Diese für Deutschland wohl einmalige Bildungseinrichtung bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, sich in idyllischer Umgebung das geistige Rüstzeug bis zum Abitur zu verschaffen. Geistigen Zwecken dient auch Schloss Heiligenberg als Sitz eines pädagogischen Institutes. Unter dieser tausendjährigen Zehentlinde hielten im 13. Jahrhundert die Landesherrscher Gericht. Eine Raubritterburg war einst das Alsbacher Schloss. Deshalb wurde es 1463 von den Truppen der Stadt Frankfurt niedergebrannt. Ein reizvolles Städtchen ist Zwingenberg mit seiner Bergkirche, die weiten Ausblick auf die eng zusammengekuschelten Dächer bietet. Von weitem schon grüßt das Auerbacher Schloss, die größte und schönste Burgruine an der Bergstraße. Bei der Einfahrt nach Bensheim erinnert ein Schild an die deutsch-französische Patenschaft. Bensheim ist eine der ältesten Bergstraßer Siedlungen und gehörte schon früh zum Besitz des mächtigen Klosters Lorsch. Als Objekt harter Machtkämpfe wurde es mehrfach schwer verwüstet. Während einer Belagerung verriet eine Bürgerin der Stadt dem Gegner einen unbekannten unterirdischen Gang. So kam der Feind von hinten herum in die Stadt. Im Volksmund erklingt daher noch heute die Redensart von hinne herum wie die Frau von Bensum. An die Berghänge unterhalb der Starkenburg
schmiegt sich Heppenheim und blinzelt vertrauensvoll zu seiner einstigen Schutz- und Trutzburg empor. Der Dom der Bergstraße überragt das bunte Gewirr romantischer Fachwerkhäuser. Die Liebig-Apotheke am Marktplatz ist eines der schönsten davon. Hier sollte der junge Justus Liebig die Apothekerlehre absolvieren. Allerdings reizte es ihn mehr, Chemiker zu werden. Deshalb experimentierte er heimlich auf dem Dachboden mit explosiven Stoffen, bis eines Tages das halbe Dach in die Luft flog. Das missfiel dem Apotheker sehr und er schickte ihn nach 10 Monaten Lehre flugs zu seinem Vater nach Darmstadt zurück. Immerhin trugen die heimlichen Versuche später Früchte. Liebig wurde ein namhafter Chemiker. Nun, Heppenheim verzieh ihm daraufhin jene Explosion und gab der Apotheke seinen Namen. Liebig führte die künstliche Düngung ein. Auch die Fleischextraktfabrikation verdankt ihm ihre Entstehung.